Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu God of War. Wir machen uns gleich auf die Reise zu den nächsten Quests. Wir machen die Quest für die Untoten. Und zwar kloppen wir alle Häscher kaputt, damit der Captain seinen Frieden bekommt. Der ja seine ganze Crew sozusagen auf dem Gewissen hat, der Böse. Mal gucken. Schiffrin muss ich auch noch finden. Und. Jojo. Ja, ich weiß, die Hauptgeschichte lässt gerade ein bisschen zu wünschen übrig, aber hey, seid mal, wir sind ja froh, dass wir Atreus wieder gesund und munter dabei haben. Und ohne Atreus gehe ich hier eh nicht auf die Erkundung. Und der Junge braucht auch mal wieder ein bisschen Entspannung, bevor es wieder stressig weitergeht mit der Hauptgeschichte und wir da wieder gejagt werden von irgendwelchen Obergöttern. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei God of War auf dem schönen See. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da für das Projekt für heute oder für die Folge, wenn sie euch gefallen sollte. Dankeschön an alle, die ja immer noch täglich dabei bleiben. Wir steuern auf Folge 60 drauf zu und noch kein Ende im Sicht. So, am besten, ich markiere mir mal die Quest, damit ich weiß, zu welchen Inseln ich nochmal musste. Ziele. Aufgaben. Gefallen. Ist auch die letzte, die ich noch da habe. Sonst habe ich hier wirklich... Nee, Deus Ex habe ich noch. Und tote Fracht auch noch. Hehlläuferbesatzung des Captains töten. Ja, das wollte ich doch verfolgen. Was war das andere hier? Die Welt Niflheim freischalten. Und beweisen Sie Ihren Mut. Das ist, ach so, ja, genau. Muspelheim. Nee, das sind die Walküren. Walküren und Muspelheim muss ich auch noch machen. Was ist mit der Besatzung passiert? Tot. Guck. Mehr sagt er nicht. Ich sag tot und er fragt gar nicht erst nach. Ich glaube, hier muss ich rauf. Jupp, hier drauf ist das Erste. Achso, ja, ja, genau. Ich glaube, da hätte ich auch mystisches Tor oben nehmen können, aber... Nee. Es gab keins beim Außenposten, sowas. Beim Lichtalben-Außenposten gab es keinen. Okay. So, Hehlläufer. Also brauche ich schön hier, schön viel Eis. Alles klar. Ach, gerade bei meiner Combo, ey. Gehörten die alle zu seiner Mannschaft? Ganz schön starke Mannschaft. Und er war für alle verantwortlich. Das ist eine Menge Verantwortung. Macht dir das Angst? Verantwortung. Oh, nein. Ich glaube nicht. Ich Gott meine, sei Dank. Früher bestimmt. Aber jetzt nicht mehr so sehr. Und warum? Naja, hier zu sein, mit dir, gibt mir das Gefühl, erwachsen zu sein. Oh. Schöne Gespräche immer bei diesen Quests, ne? Jetzt sind nur Nebenquests und da hast du teilweise die besten Gespräche. So, mystische Tore haben wir hier leider auch nicht stehen, ne? Bei den Dingern. Nee. Hätte ich den hier vielleicht zuletzt machen sollen. Hoch, wie kommst du denn dahin? Okay. Ja, die Hehlläufer sind aber nicht besonders stark. Ich dachte, das wären vielleicht ein bisschen wieder größere, also vom größeren Kaliber hier bei der Quest, aber ne, muss ja nicht immer sein. Hauptsache die Belohnung stimmt am Ende. Mittlerweile sind wir aber auch schon fast selbst schon Stufe 6. Das ist dann schon ganz gut, fast schon Maximum. So, ich glaube hier. Ja, da sind sie doch schon. Oh, die haben Wölfe dabei? Siehst du, jetzt wird ein bisschen interessanter. Oh ne, die Hehlläufer liegen noch. Oh, die sind aber heftig. Die halten ganz gut was aus. Jawohl. Mann, sind die rot, ey.
habe ich hier die Blöden, die immun sind gegen Eis. Und dann hier die, die rot sind. Und recht gut was aushalten, was Feuerschaden angeht. Alter, ich war gerade in der Animation, du Arsch. Nämlich in der hier. Warum willst du eigentlich die ganze Zeit hinlaufen? Ja, schön, beide hier hinstellen, ja. Ach, hau du hey, Läufer. Erstmal den Wolf wegmachen. Jawohl. So, jetzt kann ich mich um euch kümmern hier. Gottes Willen, ey. Wow, guck mal, jetzt sieht man die mal. Alter, guck mal, wie gut die aussehen, ey. Dieser Fotomodus, ne, der macht einiges nochmal so viel besser. Sieht man mal auch, was die für ein krasses Schwert in der Hand haben und so. Nicht schlecht. Richtig schön mit Eis durchzogen und dann die Gesichter und die Zeichen, die sehen echt geil aus. Cooles Design. In der Hitze des Gefechts kannst du das meistens gar nicht so toll begutachten. Ja. Mal im Ernst. Wie konnte ein Kapitän so viele Männer anführen? Sie waren ihm treu ergeben, also folgten sie ihm. Und dann sind alle gestorben. Ein ziemlich mieser Anführer. Warum glaubst du das? Naja, er hat sie alle in den Tod geführt. Stimmt. Ja. Aber die Männer wollten ihm folgen. Auch gute Anführer treffen schlechte Entscheidungen. Die Besten übernehmen die Verantwortung für sie. Merkt ihr das? Okay. Und hier eine Schatzkarte. Mensch, ist das ja alles wieder gut miteinander verbunden. Hacksilber. War das keine Schatzkarte? Einfach nur so Hacksilber? Oh Mann. Habe ich eigentlich noch Schatzkarten dabei? Eine nur noch. Schöpfungsdingens. Schöpfungsinsel. Ah, aber gut, da weiß ich, wo es ist, ne? Da muss ich sowieso nochmal hin. Hey. Dann habe ich das letzte, die ich dabei habe. Mal gucken, ob ich noch mehr finde. Warst du jemals ein Anführer? Ich. Vor vielen Jahren. Ja. Ja. Ich habe Männer in den Kampf geführt. Warst du ein guter Anführer? Das ist kompliziert. Hast du... Frag nicht weiter, Junge. Konzentrier dich auf unsere Aufgabe. Ja, Vater. Er war Spartaner, Anführer von den Spartanern. Ich muss hier anlegen. Aber wo sind denn die... Wo sind die Läufer? Hier hinten irgendwo? Oder oben? Ah, ne, hier sind sie. Gefunden! So. Hör auf zu blocken! Was machst du denn da schon wieder, ey? Get over here! Puh. Das war das letzte Schiff. Ich hoffe, der Kapitän ist jetzt zufrieden. Unwahrscheinlich. Es war ihm bestimmt, den Männern selbst Frieden zu bringen. Aber das hätte er niemals gekonnt. Das spielt keine Rolle für ihn. Unser Sieg wird ihn nur an sein Scheitern erinnern. Warum haben wir es dann getan? Weil wir es können. Weil wir es können, Junge. Mensch. Und weil du es wolltest, unbedingt. Vater, ja. Warum wolltest du diesem Geist wirklich helfen? Du brauchst die Erfahrung. Ich habe jede Menge Erfahrung im Kampf gegen diese Dinge. Was ist der wahre Grund? Die Männer waren ihm treu ergeben. Er übernahm die Verantwortung für seine Fehler und war entschlossen, sie gut zu machen. Gute Lektionen für dich. Oh. Ja. Oh. Gute Lektion für den Jungen. So. Der war doch hier, ne?
Da vorne ist er auch schon. Meine Männer sind... Sie sind erlöst. Ja. Yep. Das stimmt. Wir haben sie getötet. In Frieden gebracht. Verstehe. Dann habe ich also selbst dem Tod versagt. Aber im Leben warst du ehrenhaft, willensstark. Und du hast sie zur Treue inspiriert. Das sind gute Eigenschaften. Habe ich recht, Junge? Ja. Ich konnte nicht glauben, wie viele Männer die gefolgt sind. Ich danke euch für eure Worte. Möge eure Reise ein erfreulicheres Ende finden als meine. Ja, warten wir mal ab, wie unsere Reise endet. Okay, tote Fracht. Recht. Er wirkte nicht besonders zufrieden. Etwas zu erledigen. Man kommt nie darüber weg, wenn man die verliert, die einem wichtig sind. Nie. Etwas zu erledigen. Das waren alle Aufgaben von allen Geistern. Mensch, letzter Zeit hagelt es nur noch so Trophäen hier. Das zeigt mir einfach, dass ich auf dem guten Weg bin, hier die 100% des Spiels zu schaffen. Sehr nice. Aber so diese Kleinigkeiten, die ich mal vergessen habe, wie jetzt zum Beispiel in der anderen Höhle dieses eine Wissenswerte, das werde ich dann einfach so mal für mich holen. Alleine, ohne Aufnahme. Das ist einfach noch mal da rein in das gleiche Gebiet. Oder bei Tamus Leiche zum Beispiel, da fehlt mir ein Rabe. Oder irgendwo in Alfheim fehlt mir auch noch ein Rabe. Und wegen ein Rabe und sowas, das werde ich euch dann nicht mehr im Video antun. Also. Da war er wieder. Erst da und wieder nicht. Was bedeutet das? Der Turm, ja. Der Turm war wieder da. Also macht euch doch keine Sorgen, dass ich euch hier jetzt wirklich jedes einzelne Item noch zeige im Video. So, und hier auf der Insel gab es noch eine Rankentruhe. Und dann ist es hier auch auf 100%. War die hier nicht irgendwo? Oder habe ich das schon wieder verpasst? Oder verwechselt? Nee, doch, da unten war sie aber. Haha, doch. Meine Erinnerungen lassen mich nie hängen. Wieso ist denn das Tor wieder zu? Ich hatte das doch erst aufgemacht. Aber da sind auch wieder viele, viele, viele hohe Gegner aufgetaucht. Wölfe und so weiter, die sehen gefährlich aus. Ich muss nur noch diese Kiste da öffnen, dann habe ich hier die 100% fertig. Okay. Wow. Heilen? Auf jeden Fall. Holy shit. Habe ich noch einen Auferstehungsstein? Nein. Holy shit. Wer hat euch denn ins Essen gepisst? Dass die so angenervt sind hier von mir. Ich meine, ich war schon so gut wie tot. Da habe ich noch nicht mal hier angelegt. Nochmal Feuer. Darf mich auf jeden Fall nicht von den roten Angriffen von denen treffen lassen. Und immer zur Seite ausweichen. Boah, dieses Anstürmen, ey. Was macht er? Irgendwie hat er gerade... Nein! Puh. Alter, was war das denn? Ah, der hatte Dings. Der hatte Feueraura an. Wenn die so leuchten und man sie dann schlägt, kommt Feuer. Scheiße. Versuchen wir es mal hiermit. Da ist auch noch ein Springer, ey. Haben die auch noch da. Ich bin noch nicht so weit. Nee. Ah, jetzt kommt der auch noch in den Kampf. Holy shit. Nicht anvisieren.
Darf die echt nicht aus den Augen verlieren. Dann los geht's. Du bewegst dich sehr langsam. Ach, halt die Fresse. Vater! Ja, okay. Ich bin wirklich sehr langsam. Okay. Die Insel ist heftig. Das ist echt nicht ohne hier. Das Schnell hier rauf. Weg, weg, weg. Wir kommen später wieder. Wie, ihr seid ja nicht mehr da. Natürlich werden die wieder da sein. Oder immer noch da sein. So. Es gab, glaube ich, hier auch eine Rankenkiste, oder? Bin ich mir gar nicht sicher. Aber irgendwas hier fehlt. Es fehlt ja auf jeden Fall noch was. Doch, ich glaube, irgendwo waren hier Rankenkisten. Ein Steinfall. Ich glaube, eine fehlt mir da. Mal kurz überall hin. Bei dem war ich. Mensch, drüben bei Buris Lagerraum, ey. Es fehlt mir nur diese eine Kiste und dann wird die letzte Kiste bewacht von Springer mit zwei heftigen Typen dabei, ey. Und die sind lila, ne? Die kannst echt nicht unterschätzen. Der eine jedenfalls. Das habe ich ja alles schon hochgedreht hier. Machen wir. Wurm von rechts, Bruder! Vater, ich hab ihn. Alter, den hat er ganz schön zerlegt. Vorsicht, das hier! Spuck nämlich an! Nein, nein, schnell. Schlag ihn doch. Muss ihn anschießen, damit er nicht abhaut. So, der konnte nicht mehr weg, weil er die ganze Zeit geblitzt war. Boah, der war aber schnell im Boden, ey. So. Das war schwierig. Das schubbert ihn ganz schön durch hier, dieses Blitz. Dann bleiben sie erstmal ein bisschen liegen und können wenigstens nicht abhauen. Was fehlt denn hier? Steinfall, da. Es ist noch irgendwas unentdeckt hier im Steinfall. Unentdeckt. Wie kann hier was unentdeckt sein? Doch hier schon eigentlich alles. Vielleicht eine Schatzkarte, die ich noch nicht gefunden habe für Steinfall, die ich später vielleicht finde. Muss ja sowas sein, ne? Vielleicht ein Schatz, den ich noch nicht, weil sonst würde ja stehen, was fehlt. Das ist einfach noch unentdeckt. Hier auf der Insel ist es nicht unentdeckt. Da steht die Kiste. Ich muss sie nur öffnen. Aber was da rumläuft, ne? Boah, ey. So, dann habe ich aber auf jeden Fall jetzt eine nächste Idee. Rabenkling hier muss ich noch machen. Da war ich noch nie. Aber ich habe Bock auf Brocks Aufgabe hier. Aufgabe für Brock. Und zwar Deus Ex Malachith. Alleine der Name, der ist schon cool.
machen wir auch noch. Also Zwergengefallen will ich auf jeden Fall auch noch alle abschließen. Und da drüben bei den Rabenklingen, da war ich auch noch nicht. Da bin ich ja so oft immer vorbeigefahren, habe oben so viele Sachen gesehen, wo ich nirgends hin konnte. Das wäre dann da, der Anleger. Ja, das ist auch alles neu. Das ist auch alles neu. Da muss ich auch nochmal anlegen. Stimmt, da waren auch noch so viele Klettersachen, wo ich früher nie hochgekommen bin. Oder wo ich den Jungen auch nie hochpacken konnte. Den Tropfen habe ich schon. So, hier ist die Lutrundmine oder wie Landsud. Landsudermine. Jetzt kann ich. Ja, stimmt, ich war, bin da, glaube ich. Nee, reingefallen bin ich noch nie. Schon wieder ein Schiff. Wow. Ich werde nachher, glaube ich, ein bisschen overpowered sein, wenn ich wieder die Hauptquest weiterspiele. Wow, das geht ja ganz schön weit rein. Fühlt schon fast wieder ins Landesinnere hier. Hui! Willst du hier anlegen? Jo, will ich. Und der dritte Drache. Wo finden wir wohl den dritten Drachen, der noch angekettet irgendwo ist? Landsudrminen. Hopp. Nicht schlecht. Durchquetschen müssen wir uns da. Mal schauen wir einer an. Meine Güte, die ganzen Einzelheiten an seiner Rüstung, wie gut man das eigentlich alles erkennen kann. Diese Grafik hier in dem Spiel. So toll. Okay. Rechte Seite war eine Krähe zu hören. War noch ein bisschen weit in der Ferne, aber sie ist da. Okay. Da. So weit entfernt war es dann doch nicht mehr. Konnte man nur nicht hören, weil ich hier um die Kurve war. Aber gut. Gehört habe ich sie. Trefft das Ding nicht. Ich wollte gerade fragen. Beschlossen hat aufzutauchen. Hallo, wir tauchen immer auf, wenn man uns nett darum bittet. Ja, also bitte hier. Nicht in den Ton. Sprich mit diesem Ring. Was? Ich höre Ringe nicht denken, Brock. Er spricht zu mir. Es ist Sandvari. Ha, wusste ich's. Er ging zu den Völlendyrminen, um seinen Fehler zu sehen. Aber ein Seelenfresser griff an. Während er zerfleischt wurde, sprach er einen Zauber und seine Seele landete im Ring. Und dann hat... Was wurde aus seinen Sachen? Andvari hatte eine Werkstatt hier mit ganz viel schickem Kram und kunstvollem Werkzeug. Und einen prächtigen Hammer. Hat er gesagt, ob der noch da ist? Du erzürnst ihn. Na und? Ihr beiden nehmt Andvari mit und seht euch dort mal um. Findet ihr seinen Hammer, bastle ich etwas echt Nettes für euch. Der Alchemist Andvari hat sein Gedächtnis in den Ring transferiert. Vergesst euren Zugangstein nicht. Dankeschön. Der Ring spricht mit uns. Andvaris Hammer suchen. Okay. Ist denn auch in einem Hammer was drin von Andvari? Der Ring spricht auf jeden Fall. Und es ist Andvari, der in ihm ist. Interessant. Lustig.
Der sprechende Ring. Okay, Leute, es geht in der nächsten Folge weiter. Dann gehen wir da rein und dann schauen wir mal, ob wir den Hammer von Anvari finden. Lustige Aufgabe hier für die Zwerge mit sprechenden Ring und so. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr hier dabei wart. Und wenn euch die Folge heute gefallen haben sollte, lasst einen Daumen nach oben da und schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge ein. Wenn es weitergeht mit der Ringquest, haut rein, ciao, ciao.